Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist wieder Christian Schemmeier, Paartherapeut, Diplompsychologe und so weiter. Und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und heute mal, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Was ist eigentlich eine toxische Beziehung? Weil klar, ich meine, ich habe ja damals diesen Begriff mit, wahrscheinlich mit anderen auch, aber keine Ahnung, mit nach Deutschland gebracht. Und war, glaube ich, einer der ersten auf Social Media. Und ich denke, es war auch, ist auch nach wie vor eine ganz wichtige Lehre, sag ich mal, von toxischen Beziehungen. Heute haben wir natürlich das Problem, dass niemand kann das Wort mehr hören. Narzisst, toxisch, weil plötzlich alles ist toxisch, ist narzisstisch. Jeder Furz ist irgendwie eine toxische Beziehung, sag ich mal. Und das ist, das wird dann auch wieder zum Problem so, ne? Ich dachte, deswegen nehmen wir uns das heute mal vor, weil erstmal tut es um die Leute leid, die wirklich in toxischen Beziehungen sind, dass die dann nicht mehr gesondert gesehen werden und dann, ja, toxifiziert man selber Beziehungen, die gar nicht toxisch sind, wenn man die als toxisch bezeichnet. Ja, geht man auch in so eine Machtposition rein, die einem vielleicht gar nicht zusteht oder irgendwie geht auch so eine erhöhte Position und du bist ja toxisch und ich habe damit gar nichts zu tun. Und anstatt mal bei sich selber zu gucken oder einfach mal zu gucken, was sind eigentlich ganz normale Paarkonflikte so, ne? Ich finde ja immer schwierig, gibt natürlich keine feststehende Definition von toxischen Beziehungen, so wie ich das gelernt habe. Und was ich nach wie vor sinnvoll finde, sind es liebessüchtige Beziehungen. So, weil du kannst so eine Definition, kannst du nicht, also für die allermeisten kannst du die nicht festmachen am Partner, weil du bist, weiß nicht, hast du ein Psychologiestudium, kannst du auch, und selbst wenn du ihm irgendwelche Küchenpsychologie-Diagnosen aufdrückst, was ist denn damit geholfen? Du hast immer noch nicht geklärt, warum bleibe ich drin, warum muss ich ihn oder sie analysieren, anstatt einfach rauszugehen. Also, ich habe ja mal ein Video gemacht, was ist das Wichtigste in toxische Beziehungen, ja, rauszukriegen, wo man da drin bleibt, ne? Außer natürlich noch Grenzen setzen das, und rechtzeitig rausgehen. Aber ja, und ja, da mal noch ein kleiner Einschub. Natürlich habe ich auch dieses Konzept von Standards und Dealbreakern. Das heißt, egal ob du jetzt liebessüchtig bist oder nicht, wenn in einer Beziehung Dealbreaker passieren, aber das definierst du, das definiert nicht jemand anders irgendwie, aber das sollst du natürlich sehr vorsichtig definieren, aber oft geht man da zu weit irgendwie, weil man vielleicht Grenzübertritte gewohnt ist aus der Kindheit irgendwie. Wenn Dealbreaker passieren, sollte man natürlich rausgehen, egal ob du liebessüchtig bist oder nicht, aber ich wollte jetzt heute mal dieses Thema toxisch mal fokussieren, das ist natürlich gar keine Frage so, ne? Aber wie gesagt, für manche sind, glaube ich, Dealbreaker, was, wo man wirklich diskutieren kann und vielleicht auch die Person innerhalb einer Beziehung gar nicht denken, das sind wirklich Dealbreaker. Also letzten Endes ist es eine ganz persönliche Entscheidung, was du sagst, was ein Dealbreaker sind. Also man, es gibt natürlich so krasse Sachen, die eigentlich für jeden Dealbreaker sein sollten. Aber es gibt eben auch so einen Bereich, ja, wo das jeder für sich selbst entscheiden muss und wo das auch von außen nicht immer unbedingt entschieden werden kann. Ne? Das ist viel wichtiger, als mal mit dem Finger auf andere zu zeigen, irgendwie, was die machen oder nicht machen oder sich darüber zu stellen, wenn man selber vielleicht kein Millimeter weiter ist. So, ne? Und wie gesagt, ich finde es, um irgendwie eine Information zu schaffen, dass ich das für mich rauskriegen kann, ohne immer auf den anderen zu gucken, sage ich, ja, wenn du dich liebessüchtig fühlst, also wirklich völlig abhängig von dieser Beziehung, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten kannst, so, und da gibt es natürlich bei einem mehr, beim anderen weniger, aber das ist aus meiner Sicht eine toxische Beziehung, und wenn diese Suchtgefühle auftreten, ist sie meiner Ansicht nach auch nicht zu retten, so, ne? Aber wenn das nicht ist, das heißt natürlich nicht, dass dann, es gibt tausend andere Probleme, warum Beziehungen nicht gut laufen. Das wissen wir alle irgendwie, ne? Und das ist ja auch mein Alltag als Paartherapeut. Aber wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen für einfach Beziehungen, wo es Streit gibt und vielleicht auch zu viel Streit gibt. Und ja, wo man daran arbeitet, meinetwegen mit Paartherapie oder was auch immer irgendwie, und wo es bestimmte Kreisläufe gibt, die man dann analysiert irgendwie, ne? Ich meine, das kann man sich eben sparen, diesen toxischen Beziehungen. Aber wenn du bei jeder Beziehung, wo irgendwelche Probleme auftauchen, sagst, oh, mein Partner ist toxisch und so, ja, du kommst keinen fucking Millimeter weiter, du kommst keinen fucking Millimeter weiter, weil du einfach nichts lernst irgendwie so, ne? Und ja, und bei normalen Beziehungen, also ja, sagen wir mal, normalen Beziehungen gibt es eben unteraktivierte,
Die haben ganz andere Probleme, die streiten sich zu wenig. Da müsste man die Beziehung eigentlich, ich sag mal so ein bisschen Spaß darauf, toxifizieren. Also das ist natürlich nicht so ernst gemeint, sondern aber einfach mehr Druck reinbringen, mehr Risiko reinbringen. Dass es nicht zu sicher ist, dass man nicht zu viel Zeit miteinander verbringt und so weiter. Und dann gibt es eben, also jetzt immer nur die Paare, die in Paartherapie kommen, dann gibt es eben die überaktivierten Beziehungen so, ne? Und die streiten eben zu viel. Ja, ich streite zu viel und dann darf man dran arbeiten irgendwie so. Warum bin ich immer so getriggert? Und da gibt es eben so typische Kreisläufe, die da immer wieder entstehen. So. Und die untersuchen wir halt. Wenn du das auch lernen willst, komm in meine Paartherapie-Ausbildung, geht Anfang nächsten Jahres wieder los oder komm in meine Einzelausbildung. Weil ja, das kann man lernen. Das ist sozusagen, das ist nicht so, oh, ich habe selber mal eine schwierige Beziehung gehabt, ich habe 3 Bücher gelesen, ich kann jetzt hier alles analysieren, hier so aller Social Media Küchenpsychologie. Nein, das funktioniert nicht. Das ist, als wenn du sagst, ich habe Papierraketen gebaut, irgendwie immer, und ich werde jetzt Raketentechniker. Es gibt einen Grund, warum man das lernt, irgendwie so, ne? Weil es ist, warum haben wir, ich meine, was ich hier mache, auch meine Ausbildung ist so ein ganz kleiner Baustein. Ich sage auch immer, macht auch noch andere Sachen dazu. Aber warum haben Psychologen oder auch Ärzte so eine irrsinnig lange Ausbildung, wenn sie im Psychobereich arbeiten, ne? Also ich sage jetzt auch, oder im Beratungsbereich, oder sollten eine lange Ausbildung haben, wo auch immer sie arbeiten, um sozusagen eigene Schattenthemen nicht auf andere drauf zu projizieren, um nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt bestimmte Sachen erlebt und jetzt sehe ich die plötzlich überall in meinen Paaren oder in meinen Personen, die ich berate. Das wollen wir halt gerade nicht. Wir wollen gerade nicht, dass du deine Themen oder was du vielleicht mal ein paar Mal erfahren hast, dass du das, ach, das ist jetzt immer so, und das übertrage ich jetzt irgendwie auf meine Paare und ich kann, oder die Paare, die ich sehe, und ich weiß sofort, was da los ist irgendwie. Und also selbst ich beschreibe ja immer nur Hypothesen, wenn wir über Paardynamiken reden, und weil letzten Endes weißt du es nicht, wenn du nicht davor stehst, und wenn du weißt es teilweise noch nicht mal als Paartherapeut, weil du bist nicht dabei beim Paar, ne? Du versuchst das irgendwie zu sehen, was passiert da, und dann eben professionell anzugehen. Ne? Und das stört halt total, ne? Wenn du einfach ich hatte mal toxische Beziehungen und das ist alles so und so. Weil wenn du nur, das mag ja für dich so gewesen sein, das ist doch alles okay, ne? Aber wenn du nur ein Schraubenzieher ist, dann ist die ganze Welt eine Schraube irgendwie so. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist auch bei Leuten, glaube ich, die vielleicht irgendwas studiert haben in dem Bereich, aber keine Fortbildung haben im Paartherapiebereich. Das ist super komplex. Und ich weiß das von den Leuten, die ich ausbilde, dass sie immer sagen, das kann ja so schwierig nicht sein. Und als ich noch die Live-Ausbildung gemacht habe, schon am Vorgespräch schon gescheitert in Übungen irgendwie, weil das echt komplex ist so, ne? Und weil du echt aufpassen musst, weil du hast nicht die Einzelperson da in Beratung, sondern als Paar. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Wo du versuchen musst, so eine gewisse Neutralität zu bewahren. Und da kennen wir eben typische Kreisläufe so, ne? Zum Beispiel ein Attacke-Rückzugskreislauf, ne? Das ist alles in meiner Ausbildung drin, irgendwie da, wo einer sich zurückzieht, meistens der Mann, und aber oft manchmal auch die Frau oder was weiß ich, wie viel Prozent, ist völlig wurscht. Und der andere geht in so einen Attacke-Modus. Und das ist jetzt auch keiner der Bösere oder so. Und Attacke heißt auch nicht, ich schlage hier die Wohnung kurz und klein oder was weiß ich, sondern einfach nur, ich bin frustriert und ich werde ein bisschen lauter oder so. Ne? Das sind ganz normale Sachen. Das machen viele Frauen, machen viele Männer. Und wie gesagt, du kannst da gar nicht einen rausnehmen, weil es diese Dynamik ist. Weil einer sich so zurückzieht, fährt der andere hoch, weil das Bindungssystem dann hochfährt. Und das Bindungssystem möchte Kontakt haben. Es geht auch gar nicht um Aggression, sondern es geht darum, ich möchte Kontakt haben. So, ne? Und weil dieses Kontakt haben aber teilweise dann zu doll ausfällt, zieht der andere sich noch weiter zurück. Deswegen nennt man es Attacke-Rückzugskreislauf. Und da gibt es definierte Wege, damit umzugehen. Und das ist eben Teil dieser Komplexität. So, ne? Und deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund davon, alle Beziehungen sind toxisch, weil dann heißt das ja nicht automatisch, ihr müsst euch trennen. Das ist nicht für alle Paare so. Ich meine, ich bin wirklich der Letzte, der sagt, dass Leute in wirklich toxischen Beziehungen bleiben sollen. Und aber oder dass man sich nicht trennen darf oder so, aber wenn ich mich immer gleich trenne aus normalen Beziehungen, ist auch nicht gut irgendwie so, ne? Und zu normalen Beziehungen gehört Streit. Das hat zwar gestern mein Taxifahrer gesagt. Ich weiß gar nicht, wie der darauf kam. Ich dachte,
also ich bin mit dem Zug zu weit gefahren, das ist mir echt noch nie passiert. Und dann habe ich ein Taxi gerufen, ja, können Sie mal zurückfahren, eine Station. Und ich denke ja immer so, wenn mir sowas passiert, was will mir das Universum eigentlich gerade sagen? Und dann kommt dieser Taxifahrer und ohne dass ich da irgendein Wort gesagt habe, sagt er, ja, für viele Paare ist ja auch Streit wichtig, ne? Also ein Paar, was sich nicht streitet, irgendeinem angemessenen Rahmen natürlich, lebt irgendwie nicht mehr so richtig so, ne? Und dann dachte ich mir, ah, danke vom Universum, dann mache ich jetzt mal ein Video drüber. Ja, man darf sich streiten als Paar und das ist nicht immer, ja, nicht immer schlecht. Und wir müssen wirklich, wenn wir Beziehungen sind, das ist selbst in toxischen Beziehungen, wir können nicht immer nur auf den anderen gucken. Wir können, jeder ist verantwortlich für seine eigenen Taten, da gibt es überhaupt nichts zu sagen so, ne? Aber wenn ich immer wieder in den gleichen Beziehungen sind, ich kann nicht immer nur auf die anderen gucken und sagen, da habe ich gar nichts mit zu tun. Das, also zumindest sucht man aus immer wieder die gleichen irgendwie, ne? Oder hat immer wieder die gleichen Themen. Und vielleicht, das ist ja auch Teil meiner Kursreihe, vielleicht hat man auch eigene Täterthemen. Hallo, wir sind nicht alle nur die Schafe. Also das sehe ich bei so vielen Menschen, dass die immer denken, sie wären die Schafe und sind dann aber irgendwie passiv-aggressiv, ne? Oder machen andere komische Sachen oder reiben einen auf mit so einer Neediness. Oder es gibt so viele Arten, wie man den Partner nerven kann. Es gibt auch so viele Arten von Grenzübertritten, die beileibe jetzt, also es gibt so viele Varianten davon. Und wir müssen uns alle angucken. Wir können nicht nur mal eine rausgreifen und sagen, ja, das ist jetzt so, ne? Deswegen, ich meine, es ist echt schwierig, ich meine, auf Social Media, kann ja jeder so seine Küchenpsychologie machen, aber wenn man wirklich meint, man hätte es dann so drauf, das ist wirklich lustig, finde ich. Ja, finde ich sehr lustig. Genau, also deswegen wirklich wichtig, da diesen Unterschied zu sehen. Und das ist auch mein Modul 1 übrigens, ist auch, bietet auch Tools zu gucken, ist das jetzt für mich eine toxische Beziehung? Und da geht es nicht um Partnerbashing, sondern einfach, es geht um deine Grenzen. Ne? Es geht auch gar nicht, jeder hat auch andere Grenzen. Mir hat heute jemand in der Mail geschrieben, ist für mich ein Dealbreaker, dass mein Partner, dass da irgendwie einen Schlüssel hat von einer Wohnung bei einer anderen Frau. Ja, wenn das für dich ein Dealbreaker ist, für dich ein Dealbreaker. Aber willst du deswegen jetzt sagen, das ist ein toxischer Mensch? Wie kann noch irgendeine andere Frau einen Schlüssel haben von seiner Wohnung? Ja, vielleicht hatte der ein Leben vor deiner Beziehung. Und ja, aber trotzdem kannst du natürlich für dich sagen, ja, das überschreitet meine Grenzen. Deswegen rate ich auch mal zu, gar nicht so viel zu streiten, sondern einfach zu sagen, hey, ja, das überschreitet meine Grenzen, möchte ich nicht haben, so, ne? Und natürlich, wenn ich jetzt sage Liebessucht, natürlich hängt da so ein Rattenschwanz hinten dran, von wann entsteht denn Liebessucht? Ja, wenn es Manipulationen gibt, wenn es heiß-kalt gibt, meinetwegen auch, wenn einer irgendwie ein bisschen narzisstisch ist oder so, ja, dann entsteht häufig Liebessucht, ja. Also natürlich, aber dieses, es ist viel leichter zu gucken, ah, ich kriege ein süchtiges Gefühl, als zu gucken, was stimmt jetzt wieder mit meinem Partner nicht, ne? Ja, also das muss ich einfach nochmal loswerden, weil dieses immer, gibt ja so ein schönes Sprichwort, wer auf andere zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst zurück. Und das heißt jetzt, wie gesagt, nehmen wir mal das Beispiel Fremdgehen, das ist ein super Beispiel für die Paararbeit, so, ne? Jemand geht fremd. So, natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt fremd, das ist deine Schuld, also des Partners sozusagen. Nee, du gehst fremd, weil du fremd gehst und das ist ganz allein deine Verantwortung, wenn du fremd gehst. So. Das ist Schritt 1, ne? Das ist auch okay so, ne? Aber dann kommt, muss irgendwann Schritt 2 kommen, zu gucken, wie ist diese Beziehung dahin gekommen, weil natürlich gibt es einen davor. Ja, wenn du natürlich ständig frustriert wirst vom Partner, steigt die Wahrscheinlichkeit, fremd zu gehen, so, ne? Und da muss man diesen Kreislauf betrachten, der dazu führt, irgendwie so, ne? Das ist auch in der Politik, müsste man das auch so machen, ne? Ich meine, das ist natürlich noch viel schwieriger. So, es gibt Sachen, wo Menschen Grenzen überschreiten, das muss man auch so sagen, und dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Aber es gibt einen davor, was passiert, was das überhaupt erst wahrscheinlicher macht. Und wenn wir Frieden haben wollen, im Kleinen wie im Großen, müssen wir uns dieses davor auch angucken. Deswegen gucke ich mir mit jedem Paar auch dieses davor an, so, ne? Und das ist eben eine Leistung, die du bringen musst, diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten. Die werden immer wieder vermischt. Ne? Das, nur weil du dir Dynamiken anguckst, heißt es natürlich nicht, dass jemand nicht Verantwortung ist für sein eigenes Verhalten. Das ist eigentlich einmal eins, aber schon super schwierig. gut, wollte ich noch irgendwas sagen? Ja,
Genau, ja, man ist gerade wieder, und wir haben ja, kriege natürlich manchmal auch, ich bin natürlich jetzt ein bisschen bekannter, gibt es manchmal auch, ja, ist ja immer auf Social Media, diese, manche Leute immer komische Sachen schreiben, weiß ich nicht, also das wollte ich auch mal schreiben, wenn du irgendwie dich so anonym hier auskotzt auf meinem Kanal oder auf einem anderen Kanal, das ist auch aggressiv, das muss ich auch mal sagen. Und auch, weil das immer mal wieder vorkommt, wenn irgendwelche YouTuber, so ob jetzt bewusst oder unbewusst, so ihre Follower irgendwie auf dem Kanal hetzen, nur weil man mal anderer Meinung ist. Das finde ich auch ziemlich toxisch, sage ich ganz ehrlich. Das wollte ich auch mal sagen. Und jetzt denke ich, habe ich auch genug gesagt. Freue mich über eure Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr da mehr wissen wollt, kommt in die Ausbildung rein irgendwie. Und ja, aber lasst euch, es ist gerade wirklich so ein, auf der Welt irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Hysterie, dass man, ich weiß nicht, ich habe das eigentlich alles schon beschrieben in meinem letzten Buch, Neue Dimension der Liebe, so, das gibt halt verschiedene Bewusstseinslevel, ne, und das ist auch jetzt nicht gut oder schlecht, da müssen wir, jeder ist da, wo er ist, ich war früher auch woanders und es gibt bestimmt noch ganz viele Levels über mir und du musst ja auch nur ein Level weiter sein als die Leute, die du berätst. Und ich denke mal, die ganzen Leute, die meinen, sie wüssten alles, ja, mach doch mal eine Paartherapie-Praxis auf. Nein, macht's natürlich nicht, die armen Paare. Aber guck doch mal, wie weit ihr kommt damit. Das würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, zur Bewusstseinsebene. Ja, das ist eine Ebene, das habe ich ja alles beschrieben. Du wirst Opfer, du wirst real Opfer. Du guckst dir das an und du sagst, ja, scheiße. Und ich will nicht Opfer sein und ich wehr mich und was weiß ich, ziehe auch jemanden zur Verantwortung. Und alles gut. Und dann aber irgendwann musst du den nächsten Schritt machen. Und der passiert heute selten noch, dass du siehst, okay, was ist das darüber hinaus? Weil du musst, das ist auch schon in AA, also in auch Sex and Love, Addicts Anonymous, ist auch mal Thema, ne? Ja, du kannst dir angucken, wo du Opfer geworden bist, aber du musst dir auch, das ist, weiß nicht, Schritt 8, glaube ich, oder so, du musst dir auch deine, oder 9, glaube ich, deine Täterseiten angucken, ne? Das gehört mit zum Programm so. Und die sieht man immer nicht, ne? Und das heißt, Täterseiten muss jetzt nichts Großes sein, sondern einfach, wie du mitmischt. Und das muss ja auch nicht in der gleichen Beziehung sein. Also viele, wenn sie im Pluspol sind, sind sie die liebsten Schäflein irgendwie. Und wenn sie im Minuspol kommen, das schreiben immer wieder Leute, fangen sie auch an, Scheiße zu bauen. Und das, es ist okay, und das müssen wir aber reflektieren, dass es diesen Bewusstseinsweg, den wir gehen müssen, dass wir diese Täter-Opfer-Ebene insgesamt verlassen können, als Einzelne und als Gesellschaft dann noch irgendwann. Ne? Dazu müssen wir diesen Weg gehen. Und wenn du immer nur so im Fingerzeig-Modus bist irgendwie, sind natürlich alle, ich bin auch überhaupt nicht perfekt und mache ich vielleicht auch manchmal, keine Ahnung, muss ich mir auch an die eigene Nase packen, aber wenn man immer nur im Fingerzeig-Modus ist, das ist ein gewisser Bewusstseinszustand, wo es aber noch viele Level drüber gibt, ne? Und das ist gut, dass man den erreicht hat, ne? Ja, ich sehe jetzt so, wo irgendwas nicht gut läuft, es ist nicht so, dass es mir gar nicht mehr auffällt, aber dann geht der Weg weiter, wie gesagt, sonst bist du ein Schraubenzieher, der nur Schrauben sieht und das kommst letztlich nicht weiter, ne? Und verbleibst dann in so einer, ja, ich finde das einfach schade so, ne? Ich war auch mal in so einem Forum von irgendwelchen, weiß ich nicht, Hilfe bei, keine Ahnung, irgendwelchen möglicherweise narzisstischen Männern und in so einem Forum und ja, da werden bestimmt Leute sein, die man narzisstischen Männer meinen. Es gibt auch narzisstische Frauen, davon mal ganz abgesehen. Aber mag sein, dass die Einzelnen das so erlebt haben, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber was ich da gelesen habe, waren teilweise komplett normale Paarkonflikte. Oder hat der Mann nur gesagt, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, ich fühle es einfach nicht mehr. Und dann, ah, ist bestimmt ein Narzisst, das ist toxisch. Nee, das ist einfach nur eine Beziehung, die auseinandergegangen ist. So, ne? Das ist, sorry, die Welt ist so irgendwie. Und müssen wirklich aufpassen, aber es ist, glaube ich, eh zu spät irgendwie, dass der Drops ein bisschen, glaube ich, neue Wörter finden. Aber dass wir nicht überall mit dem gleichen Schraubenzieher dran gehen, so, ne? Weil dann tun wir, das ist sozusagen, geht in die andere Richtung, dann tun wir normal problematischen Beziehungen, was schon schlimm genug sein kann, wissen wir alles, tun wir denen irgendwo Unrecht. Das Wort zum Montag, kommentiert gern. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.